Wir gehen rein. Satter Hugo, let's go! Jetzt habe ich wieder für euch neue Videos. Moin, moin, meine Aktiven. Ich kenne die, jetzt muss ich echt... Es ist so lange her, dass ich erstmal überlegen muss, wie die heißen. Ihn kenne ich. Mark Eggers, klar. Freunde, meine PlayStation ist in der PS4 verbaut, Digga. Meine PS4 ist in der PlayStation verbaut, Digga. Ihr werdet das vielleicht nicht fühlen, Chat, aber ich mag Frauen, die geschminkt genauso geil aussehen wie geschminkt. Wie es mit Carsten und Elotrix war, naja, was soll ich euch sagen, also auf Jungs? Meinem Kanal, meine Momente. Die Schuhe habe ich auch, Pokémon. Du hast jetzt Rubbel? Du hast einen Schuh gezeigt. Kein juckt dein Schuh. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Moin Moin und herzlich willkommen aus Frankfurt. Was ist dieses AWA? Das haben wir sonst nur beim Street-Tinder. AWA ist die Abkürzung für A. Was bist denn du für einer? AWA. AWA. Einfach abgekürzt. Heute spricht man nicht mehr alles aus, Freunde. AWA. Ich bin der Björn. Ich bin der Pascal. Und gemeinsam gehen wir in die 9B und machen unser Abitur. In Frankfurt herausfinden können. Wir haben heute Folgendes vor. Chef Schrumpel und ich haben das schon mal gemacht, wo wir euch Essen vorbeigebracht haben. Was? Jetzt muss ich erstmal überlegen, was macht der in Frankfurt? Was macht der in Frankfurt? Was macht denn der in Frankfurt? Wir haben drei bestellt. Wurde dir gerade geblitzt? Ja? Wurde echt? Kann ich mir noch ein Baguette haben? Ach, die machen Baguettes und dann machen die, belegen die das. Das ist ein belegtes Baguette, genau. Moin Moin, was habt ihr bestellt? Irgendwas Vegetarisches oder Veganes. Ah, okay, gut, gut, gut. Nice. Und? Was ist das für eine Aktion, Alter? Also das fehlt mir noch, dass ich mein Essen bestelle und dann stehen die beiden vor der Tür. Oh. Also das, also wirklich, der ganze Abend, wieso hat denn der Mann ein Mikro in der Hand? Und wieso steht in Frankfurt Mainz auf seinem Pullover? Also das fehlt mir noch. Ich will einfach fressen und jetzt gleich schön genüsslich einen unter der Decke fahren lassen. Ohne viel Rims und Pims. Ich habe mir schon gedacht, ich möchte keine lange Konversation mit dem Fahrer haben, der gleich das Essen bringt. Ich habe Trinkgeld da. Lass mich in Ruhe. Aber vielleicht bald auch wieder geile Aktion gemeinsam mit Thymian. Mit Tyrax. Ich freue mich drauf. Ja, die beiden natürlich sehr, sehr, sehr schüchtern. Bittet die doch, ich würd bitte doch mal den Thymian rein. Wie oft begeht man so schüchternen Leute? Wer von euch ist schüchtern? Eins in Chat. Ihr müsst nicht schüchtern sein. Ehrlich, schüchtern ist ein ganz großes Hindernis und hindert euch viel beim Leben und bei den Dingen, die ihr machen wollt. Ich weiß, es ist aber auch nicht einfach, Schüchternheit abzulegen. Aber man kann es trainieren. Bin ich fest davon überzeugt. Ich war auch mal schüchtern, glaube ich ganz fest. Ich war auch mal irgendwann schüchtern. Das kann man lernen. Einfach viel, viel, viel sozial. Viel, viel, viel sozial. Einfach nur mit Leuten sprechen, 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 sprechen. Man schreibt jemand Alkohol in den Chat. Nein, Alkohol ist nicht die Lösung. Ich bin permanent in kalten Gewässern unterwegs, in denen ich nichts zu suchen habe. Warum? Es bildet einen weiter. Es macht einem eine neue Erfahrung. Du lernst daraus. Jedes Erlebnis, auch wenn es negativ war, daraus schürst du wieder neue Erkenntnis und neue Kraft und weiter. Einfach weiter. Du wirst die besten Erfahrungen haben, mach einfach. Sprech einfach mit den Leuten. Und? Was wäre jetzt gewesen, wenn in den USA mich einer dir die auf dem Boot, wenn die mich nicht leiden können? Na und? Mann, wir haben einen schönen Tag. Wir haben einen geilen Tag. Die sehen uns nie wieder. Der denkt, jetzt in dem Moment denkt kein Mensch mehr an uns. Schüchternheit kann doch nur von dem Moment kommen, dass man denkt, oh, was denken die über mich? Oder so. Was gibt's? Gibt's da irgendwas, was wichtig wäre? Ich glaube gar nichts. Und? Introvertierte Menschen sind schüchtern und im sozialen Austausch häufig irgendwie seltsam. Ja, haben schon gegessen, aber Max ist mal auch gerne am Fressen, deswegen. Okay. Was ist das für eine Rasse? Er ist ein Mischling aus Zypern, den haben wir da geholt. Weil er gar nicht viel macht. Wir wollen dich reinhören. Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Oh Mann, der Strobel, Digga. Sorry, ich weiß noch einen schönen Tee. Valorant werde ich mal meine Shots hitten und ein paar Bars bitten. Wie macht das auch nicht mit rein? Du weißt, wie Leute das hassen. Und am Samstag werde ich den Ball ins Tor kicken. Ball ist doch wahr für Chefsprobel! Was habt ihr bestellt? Sushi. Wir schrieben hier einen Fehler. Ihr habt echt Sushi bestellt? Also ich habe hier drei Baguettes. Beste Promo, ey! Sushi, wir haben hier drei Baguettes. Jawoll! Alter Vater, scheiße! Ich hoffe, hatten die Tüte dabei? Herzlich willkommen! Na, endlich mal normale Leute wieder auf dem Fernseher. Uschi! Die Show geht los, Uschi! Endlich ist sie wieder da, die Covershow, umsonst! Keine Abzocke mehr im Fernsehen. Die verschenken es einfach. Die verarschen die Show von damals. Uschi! 0172, ruf an!
Hier ist sie! Lange haben wir drauf gewartet! Wer ist dran, hallo? Ja, hallo, hier ist der Jens aus Rastatt. Hey, yeah. Jens, alles klar! Originalvideo von damals. No joke, Originalvideos. Hier ist der Jens aus Rastatt, das bin ich. Und da ist Max Schradin und moderiert. Originalvideo. Ich gewinne 2.500 €. Das echte Video. Ja, alles klar, bei mir alles toll. Hier sind sie, das hinter uns. Ja, nochmal Jens aus Rastatt. Nenn uns mal ein Tier mit einem Haar. Mit einem Haar? Ja. Ja. Ein Hund oder Hahn? Ist leider falsch. Hat doch zwei Haare. Ein Hahn hat doch zwei Haare. Aufgelegt. Ja. Wie geht das los? Was für ein Huhn? Was, wie wird denn Huhn geschrieben? H-U-N oder was? Huhn oder... In welchem Ozean liegt... Bruder, wir müssen... Ey, jede Woche. Bitte. Ey, wir müssen da draußen. Ey, es gab Sponsoren, die waren nicht happy mit ihrer Werbung. Es war denen zu wenig Werbung. Sie fanden, die Preise waren zu hochwertig. Wir müssen das schaffen, dass wir diese Show... Alter, und ich stelle mir irgendwann vor, wir haben noch 3 Tore. Wir sagen, wir haben Preise heute für 50.000 € hier. Stell dir das mal vor, wir haben irgendwann ein Fertighaus... Zack, in irgendeinem Koffer oder in einem Tor oder in einem Umschlag. Ihr seid fertig. Wir werden heute so lange streamen, bis alle Umschläge geöffnet sind. Die Leitung ist offen, es kostet nichts. Ihr ruft einfach eine Handynummer an und finanziert durch Sponsoren. Das ist es einfach. Am liebsten wäre auch, dass ein Sponsor alle Koffer einfach kauft und verschiedene Geräte reinhaut oder sowas. Weißt du, was ich meine? Alles aus seinem ganzen Repertoire. Ey, das wäre einfach der absolute Hammer. Und ey, ich glaube, diese Vibes, diese Show-Vibes und so von damals, ist das, und mir macht so viel Spaß. Hat man gemerkt, wie viel Spaß ich hatte? Ich war durchgehend lachen. Ich wollte nicht aufhören. Ich habe mich totgelacht. Es war, was da für Leute in der Leitung waren. Ich habe so viel Spaß gehabt. Das, ja, du verwechselst es mit dir aufs Ganze. Ist doch am Ende scheißegal. Ob wir Koffer machen, Tore. Wir machen einen Misch aus allen Game-Shows. Und ihr kriegt einfach Preise umsonst. Ihr kriegt einfach Preise umsonst. Das ist einfach geil, Alter. Wirklich, das ist einfach geil. Okay, Ruhe. Ich stell Frage. Ich weiß selber nicht mehr. UN oder was? Huhn oder? In welchem Ozean liegt die Insel Hawaii? Ich nehme einmal die 4 und einmal die 20. Warum? Weil am 20.04. hat mein Bruder Geburtstag. Oh, süß. Also ich kenne keine Person, die 6 schafft. Oh, Roat kann ich gar nicht einschätzen. Roat schafft keine 6 Döner. Niemals. Boah, nee. 6 ist schwer. Roat, wenn du 6 Döner schaffst, ohne Witz, dann kaufe ich dir alles, was du willst in Sachen und Gras. 6 Döner, kann ich den Preis hier absahen? 6 Döner. Schaffe ich 6 Döner? Ich würde es annehmen. Ich würde es versuchen. Ich würde es für den Preis versuchen. Komm, da muss er die Kohle locker machen. Es kommt drauf an, wo du den Döner holst, ne? Wo du den Döner holst. Doch. Es gibt Döner, die machen wenig Fleisch und wenig. Und die sind schon eng. Da ist das Brot so zu, dass du... Du musst aufklappen, um überhaupt zu sehen, was drin ist. Es gibt diese Döner. Es gibt sie. Wenn ich aussuchen darf, welcher Döner... Und was gibt er? Wie viel gibt's? Wenn du 6 Döner schaffst, ohne Witz, dann kaufe ich dir alles, was du willst in Sachen und Gras. Boah! Drogen und Gras? Ich wäre dabei. Ey, Alter, spinnst du oder was? Das ist ein Angebot. Hast du schon mal high gestreamt? Nee. Sag ich mal nach wieder. Ich war noch nie high. Leute, wir spielen heute noch Hogwarts Legacy. Ich kann früher zugreifen auf das Game. Lächerlich. Digga, natürlich du nicht. Pisser. Digga, wieso sollten die dir denn Key geben? Digga, was bringt das dir denn, wenn du da vor 15 Leuten das Spiel spielst? Ey, die sind immer so gemein, ey, zum, wie heißt der, Strubbelpeter. Alter, wirklich, Strubbel, Junge. Wirklich, lass das nicht mit dir immer da, Dings. Das ist ein echt guter. Er ist genau der Typ, von dem wir immer sprechen, der mal schüchtern war. Du siehst ja, er ist dieser introvertierte Student mit dieser Ledertasche. Der Einzige, der mit so einem Kordsacko zum Unterricht kommt mit 15. Er ist das. Und er ist aus dem geworden, Vater Biolehrer, Mutter Oberärztin. Und er hat es aber auch geschafft, sich diese ganz normalen standardsozialen Kompetenzen anzueignen. Er hat das. Und er ist für die Leute, die jetzt gerade hier sind und schüchtern sind, das Beispiel, dass man alles in seinem Leben nochmal verändern kann. Der Strubbelpeter. Man merkt noch, manchmal hängt es durch beim Sprechen, er guckt lieber auf den Boden, aber er ist auf dem besten Weg dahin, extrovertiert zu werden. Lachst du so? Was so dreckig? Was passiert? Ich schätze Einkommen. Letzte 7 Tage. 22 Euro. Ich habe geschätztes Einkommen. Letzte 7 Tage. 51 €. Und da waren doch auch mal 100 Mark. Was ist denn? Die schätzen gar nichts mehr. Guckt euch mal, wie abgehoben eure Lieblingsstreamer sind. Die lachen über 50 Euro verdient in einer Woche.
50 Euro! Da sitzen jetzt einige zu Hause und sagen sich, was, für das, was der macht? Ich gehe für 400 Euro putzen, den ganzen Monat. Was soll das denn? Der hat 200. Schämt euch! Schande! Wirklich, das hat er so nebenbei. Schande! Abgehoben alle, diese Jungen. Aber wirklich, da wird nicht mehr aufs Geld geguckt. Digga, also einer schreibt einfach in den Chat, Bruder, mein 500 Euro Laptop sagt, 3 Monate entpacken. Bruder, was für eine Festplatte hast du, dass da steht, 3 Monate entpacken, Digga. Junge Leute, wir schalten alle morgen ein, wenn ich Hogwarts Legacy spiele. Morgen wird Strobel zaubern in Harry Potter. Zieh dir das auf jeden Fall rein. Oh Leute, Eilmeldung. Was macht der da? Was macht Chef Strobel jetzt schon wieder? Der bewegt sich doch. Was ist mit dem? Hat's eingepennt? Was macht der denn da? Der geht manchmal einfach echt in diesen Neandertaler-Modus, wo ich weiß nicht, ob der Energie sammelt oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Da war ich in dem Raum. In dem Raum war ich in echt. Ich war echt in dem Raum. Bei einer Harry Potter-Bahn musste man anstehen bei Universal Studios. Du bist durch diese Bank gelaufen und die Typen saßen rechts und links überall. Du guckst sie an, diese Gringotts. Die saßen da überall. Es war unfassbar. Das war die Anstehschlange. Also, Scheiße, das hätte ich filmen müssen. Es war unfassbar, wo man da angestanden hat. Es war wirklich krank. Alter, denkst du, du bist wirklich einfach am Filmset. Das ist ja unfassbar. Das ist echt unbelievable. Muss mal Harry Potter schauen, endlich mal. Ich muss es mal schauen, weil das ist krass. Lass ihn schlafen, Chat. Es ist sehr kalt geworden und ich muss mich dementsprechend auch schützen, wenn ich Besen reite. Beinahe wie ein Rocket, beinahe wie ein Schatten. Das Spiel ist ein bisschen wie Black Ops 2, Bruder, hast du irgendwie gekriegt. Oh. 7 Zauberer, ausgesetzt auf einer zauberhaften Insel. Ist das jetzt Harry Potter das Spiel? Chat, wir gehen rein. Sollen wir reingehen? Müssen wir rein? Müssen wir spielen? Müssen wir reiten? Müssen wir zaubern? Machen wir ein Kaninchen aus dem Helm? Ja, 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 ja. Harry Potter Repay, gibt's bald? Alter, Harry Potter Repay. Ich will einer von den roten kleinen Zauberern sein. Ich will einer sein. Oder irgendwie, wie heißt der? Goblin, oder wie heißt der? Der Alte, der Hexer. Jawohl, wir gehen rein. Insel. Mehr Energie! So ein Digga. Papa Platte im Winterurlaub. Das ist eine Papa Platte Ausnahme aus dem 18. Jahrhundert. Da, guck mal, das ist Kevin Teller. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Der Zeitreisende. Papa Latte, der Zeitreisende. Er ist es wirklich. Hä? Bruder, das ist Kevin Teller. Das ja. Guck mal. Zeitalter. Dieses hässliche Grinsen erkenne ich sofort. Ich hab gehört, aber Papa, der hat mal dieses Tanzen gemacht, was ich jetzt machen muss. Der kann das richtig gut. Der kann's, oder? Der ist richtig gut im Tanzen, gell? Verdammte Scheiße. Eigentlich muss ich mir von ihm mal ein paar Tipps holen, gell? Der Dünsches? Dann kann man telefonieren. Mach ich seit 30 Jahren. Nee, in dem Business hast du keine Freunde. Das kannst du ja vergessen. Handy, das wird heiß, oder? Nein, das ist doch keine Kerze. Oh mein Gott. Das ist keine Kerze hier, Digga. Boah, dick, scheiße, ja. Wie gut, dass du gesagt hast, Mann. Kurze Frage. Jo. Bist du Papa, bitte? Jo. Halt's mal. Boah. Kevin? Jo. Können wir ein Foto machen? Ja. Ja, ist ein Sniper. Wow, clean, Mann. Vorsichtig, vorsichtig, nicht so tief, Rüdiger. Oh, Jungs, ich glaube, wir haben es. Ey, krass, mit was hat er die IRL-Streams gemacht? Mit Handy oder wie hat er das gemacht? Ah, ne, der hat Rucksack dabei, gell? Wenn du aufs Maul fliegst, wie hat er das gemacht? Hat es gehalten? Oben an den Pisten? Puh, bei mir haben nicht mal die Insta-Stories richtig hochgeladen oben. Hat er mehrere SIM-Karten drin und sowas? Also forever verloren. Alter, ich habe heute mein Handy auf der Piste verloren. Digga, die zwei Helden da hinten, gerade vorbeigebracht. Alter, was für Kings, no joke. Okay, let's go. Oh mein Gott, hier kommt Rotel. Oh, Digga, okay. Oh mein Gott. Rotel.
ich schwör's euch, wir waren Rodeln, ne? Ihr habt's vielleicht gesehen, ist der gefährlichste Sport, den es gibt. Rodeln ist echt übel. Nachtrodeln haben wir auch gemacht und ich sage, es ist wirklich kein Spaß, weil du fährst runter, es ist so ein bisschen beleuchtet, aber du kannst das Ding nicht bremsen, dann bist du zweit auf so einem Holzding, auf so einem Holzgerüst und wenn das Ding durch, dann fliegst du einfach in die Wälder. Du fliegst einfach 50 Meter runter, da bist du tot. Das ist wirklich krank. Es ist wirklich übel, Nachtrodeln. Ich hab drei Kreuze gemacht, als ich unten war. Ich wollte runterlaufen. Ich wollte nur noch laufen. Es war echt kein Spaß. Ich gehe mal zur Auswahl, habe ich mir überlegt. Entweder wir gehen rein in Warzone oder wir gehen rein in Wii Sports. Macht eine Abstimmung einfach. Mods, Arbeit. Das ist der beschissenste Mod bei mir im Chat. Ja. Das ist genau mein Humor, Jim. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein in Bowling. Eine Runde zum Warmwerden. Martin Jung. Ja, wir müssen auch den Wind mit einberechnen und den Mäuschenmeier-Dreck immer, ne? Egal, ich mach jetzt einen richtigen Powerschlag wieder. Von diesem kleinen Ding ist das hier. Guck mal, davon geht er nicht kaputt. Ah, danke. Jetzt ist er scheiße. Das regt mich gerade voll auf, Digga. Ich habe noch nie einen Monitor kaputt gemacht und das war auch nicht beabsichtigt oder sowas. Das ist Dark Mode. Ich hätte noch 55 Zoll hier stehen. Mir sind schon ganze Computer runtergefallen vom Schreibtisch. Ganze Computer. Einfach nur, weil ich hier drauf rumgeprügelt habe. Auf dem Tisch. Ganze Computer. Mir ist Bier in die Lüfter geflossen. Nee, bei mir war noch schlimmer. Er hat sogar White Mode T-Shirt an, Chat. Ich rede 29 Tage am Stück mit einer dezenten Beleuchtung. Würde ich meine Elgato Kellers aufdrehen, wird's hier aussehen wie im Himmel. Dann bleibe ich wirklich 28 Tage am Stück live. Bei Trimax sieht es genau so aus. Achtung. So, das ist Trimax seine Helligkeit. Oh Leute, Trimax hier. Zum Schluss reime ich euch noch voll. Das ist ganz schön toll. Trimax sieht aus wie ein Troll. Meine Wäsche wasche ich mit Perwoll. Und ich verabschiede mich mit großem Groll. Ich entschuldige mich für Schiffsrubel. Was haben wir gelernt? Be yo, one on the way yo, one on the wall when it's all on the lay yo. Das Beste ist wie immer einfach das Ende. Wenn Tanzverbot ein Rap, den Rest kannst du wieder komplett in die Tonne treten.